die Kraft der Steine. Hast du schon mal davon gehört, was Steine für eine Kraft haben können und sogar Heilenergie anregen können? Schon Hildegard von Bingen war davon überzeugt. Ja, sogar dass Heilpflanzen auch heilen, Heilkräuter und Edelsteine. Ist das nicht eine schöne Kombination? Mein Name ist San Wuema. Ich bin Bioenergietherapeut und Medium der neuen Zeit. Und heute bringe ich dich mit den Kraft der Steine näher. Edelsteine haben eine wundervolle Aura. Besonders beim Amethyst spürt man eine mystische Aura. Ja, und der Stein ist so klar wie die violette Flamme. Kennst du dieses Gefühl? Aber wusstest du auch, dass diese Steine auch einen kleinen Bewohner haben, die den Stein hüten? Steine leben auch, nur anders wie wir Menschen. So steht der Bergkristall für Reinigung und Klarheit, der Zitrin für Lebensfreude und Lebensmut, der Turmalin für starken Schutz und der Rosenquarz für die Liebe. Nehme einen Edelstein deiner Wahl einfach mal in deine Hand. Betrachte ihn. Schau ihn sehr lange an. Siehst du die Aura, die den Stein umhüllt? Hörst du vielleicht etwas flüstern? Manche Steine fühlen sich nicht so gut an, wenn man sie trägt. Man möchte sich schnell wieder abziehen. Das liegt meistens daran, dass sie nicht zu einem passen oder eine Fremdenergie an sich haben. Aber am meisten freut sich der Steingeist darüber, wenn du ihn freilässt, in einen See wirfst oder vergraben tust. Denn da kommt er zu seiner Kraft wieder zurück. Mit allen vier Elementen. Die Sonne für das Feuer, der Regen für das Wasser, der Wind für die Luft und der Sand für die Erde. In einer Botschaft, die ich dir gerne übermitteln möchte, habe ich Folgendes über den Geist des Steines rausbekommen. Hör einfach zu. Aus der Quelle der Energie, aus Gottes Gedankenfeld, grüße ich dich, mein geliebtes Kind. Ich gebe dir Trost, Mut, Erdung und Zentrierung. Aus den Urzeiten existieren wir und wandern
von Ort zu Ort. Wir wandern auch von Mensch zu Mensch, sind in Gewässern, an Bäumen und mit Mutter Natur sehr verbunden. Ich bin es, der zu dir spricht. Ich bin es, der Geist des Steines. Verbinde dich mit mir. Spürst du dein Herzchakra, was sich jetzt in dir aktiviert? Es erfüllt sich mit Freude in dir, so dass du die Verbindung zu mir aufbauen kannst. Halte mich in deinen Händen. Spürst du die Verbindung zu mir? Ich gebe dir Energie, die du gut gebrauchen kannst, und freue mich, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst. Ja, wenn du sogar mit mir redest. Auch ich kann in dir, in deinen Chakren, verschiedene Blockaden lösen. Lasse nun das weiße Licht, was ich zu dir strömen lasse und aus dem ich existiere, in dir immer größer werden. Denke an ein Thema, was dich belastet, und lasse es im weißen Licht verschwinden. Stelle dir vor, wie sich dieser Schatten immer mehr auflöst. Merkst du es, wie ich dir helfe? Merkst du, wie der Schatten, der dich belastet, immer mehr vergeht? Und nun lasse dieses weiße Licht immer größer in deiner Aura werden. Nun sende ich dir ganz viel Frieden. Lasse diesen Frieden in dir ruhen. Wir Steine möchten gepflegt werden. Wir lieben Wasser, das Mondlicht und die Sonne. Vergesse das nicht und pflege mich. Und nun kehre zu dir zurück. Und ich freue mich über ein baldiges Wiedersehen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. In Liebe und Dankbarkeit, euer Sanwo Hema.